Moin, wir testen neue Foodspots, die sich hier in der Kölner Innenstadt aufgemacht haben. Shoutout geht raus an den Kollegen Max, der auch sowas ähnliches gemacht hat. Und an Geheimtipps Köln, denn da wurden ein paar Spots vorgeschlagen, die wir heute mal auf die Probe stellen. Auto fährt gerade weg, ist nicht schlimm. Es wird unser Spot sein, an dem wir hier draußen genüsslich was essen werden. Denn unser erster Spot ist Madame Croissant. Sehr neu aufgemacht, ungefähr ein, zwei Wochen. Vielleicht habt ihr schon bei einem ein oder anderen Influencer gesehen auf Instagram. 4,5 von 5 Bewertungen, nur 85 Stück. Schmeckt außerordentlich gut, sehr große Auswahl. Köstlich belegte Croissants, man kann sich kaum entscheiden. Unsere süßen Favoriten waren Lotus und Vanille. Lotus immer ein großes Ding. Wir dürfen uns auf jeden Fall fleißig bedienen und ich glaube, wir bringen dem Büro auch was mit. Wenn euch sowas gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und natürlich, ganz wichtig, wenn ihr neu dabei seid, lasst ein Abo, denn bei 2 Millionen Abonnenten kriegt ihr den Gaming-Kanal von Julian Bam. Dann klaue ich dir meinen Kanal. Ist wirklich so. Also, bevor ich natürlich reingehe, ich habe Partner, ganz schön viele. Mio Mio ist einer davon. Lieben wir sehr, die ganzen Limos. Oh, ich gehe mal kurz ein bisschen aus dem Licht. Guck mal, wenig mit. Hä? Mio Mio könnt ihr auf jeden Fall kaufen. Die haben tolle Limos, zum Beispiel Orange oder eine Zitronenlimonade mit Koffein. Also scheppert richtig. Macht es gerne mal und verlinkt mich und Mio Mio auf Instagram oder Twitter, wenn ihr es mal ausprobieren solltet. Ich weiß, wir haben schon viele hier begeistert und zu Mio Mio Heads konvertiert. Jetzt aber rein, weil ich brauche ein Croissant. Gleich mit einer Mio. Auswahl. Wir haben Lachs, wir haben Pastrami, wir haben Exquisit, wir haben Pistazien, Mozzarella, wir haben Kokos, Vanille, ein Original, das wird wahrscheinlich nur ein Croissant, Avocado, Schoki, vegan und klassisch. Also da sind 10 Stück generell und wir sind 8 Leute im Büro. Einmal alles, aber nur einmal von allem. Wir haben jetzt alles einmal mitgenommen. Wir nehmen das wieder zurück mit in unser Büro, weil hier drin haben die noch keine Genehmigung, um drin zu sitzen und zu essen. Und ich glaube, im Büro ist dann ein bisschen angenehmer. Plus die anderen haben auch alle ganz schön doll Hunger, deswegen lass uns mal kurz rüberspringen. Da bin ich jetzt. Hallo, das war doch ein voll normaler Übergang. Wir haben jetzt 10 Croissants hier von denen. Wir wurden eingeladen auch. Also Kuss geht raus. Unsere Meinungen sind natürlich nicht käuflich, aber wir werden es definitiv besser bewerten. Ich habe Annika und Nina dabei, weil wir können auch der Geschwindigkeit halber jetzt jeder immer eins nehmen und dann unsere Meinung dazu sagen, weil wir haben extrem gleiches Gusto. Ich zum Beispiel mag ja total gerne Fleisch. Ihr beide? Nee. Nicht so. Falls ihr ein Handy gehört habt, das war Louis, der fliegt jetzt raus. Also wir suchen einen Kameramann. Wer macht sein Handy auf laut? Der ist so ein komisches Louis-Ding, aber eigentlich darfst du das auch. Eigentlich bist du so ein Handy auf laut und dann auch noch so ein Klingelton wie von so einem Bürokaufmann. So. Wir schauen mal rein. So, wir haben Snickers, wir haben Raffaello, wir haben Zitrone, glaube ich, Pistazien und Lotus. Das ist das, was hier in dieser Box drin ist. Was wollt ihr haben? Annika, such dir zuerst aus. Ich glaube, das in der Mitte ist Zitrone. Mhm. Ich glaube, das würde ich probieren. Schnappst dir raus. Was möchtest du? Boah, Kokos oder Pistazie, was willst du? Du wolltest Kokos wahrscheinlich. Nee, ich möchte das Snickers nehmen. Ah, okay, ja, dann nehme ich Kokos. Dann sind die gefährlichen schon weg für dich, wo du sterben könntest. Lasset uns rein, Schnabulatzen wohl. Ach, da ist noch mehr unten. Dann mache ich es auch in der Mitte. Blaubeere ist bei mir noch mit drin. Voila, Messer so scharf, dass du Blätterteig schneiden kannst. Ich will es clean haben. Also Annika hat unten noch was anderes. Blaubeere. Ich glaube, die sind alle gefüllt. Willst du es auch benutzen? Ich vertraue dem, dass ich hier alles drauf habe. Bei mir ist relativ deutlich. Wie sieht es bei euch aus? Geil. Was sagst du von 5? Ich bin halt nicht so der Süße. Schon eine 4 von 5 würde ich dem geben. Ich glaube, man kann halt nur eins essen und dann ist man wirklich pappsatt von diesem Zeug. Aber ich feiere halt Croissants und Zitrone ist auch lecker. Die Marmelade passt auch super. Also falsch gemacht hat man hier nichts. Ich sag bei mir auch ähnlich. Ich würde aber wohl ein bisschen höher gehen, weil ich finde die Schokocreme ganz geil. Das ist wie so ein Pudding, der aber so fluffig ist als Schokocreme. Das finde ich irgendwie lecker. Also ich gehe 4,3. Ich gehe 4,5. Das ist insane lecker. Das ist nicht zu viel Kokos, nicht zu wenig. Das ist übel frisch. Probier mal. Du wirst mögen. Nimm das ganz einfach. Steck in deinen Mund. Da ist nichts dran. Mm. Oh, es ist übel lecker. Das ist besser als das, ja. Lecker. Das ist sehr fresh, ja. Das ist mega fresh. Mit der Geschwindigkeit halber essen wir alle eins. Ich piek jetzt überall rein. Warte, ich nehme mir ein bisschen von der Creme einfach. Croissant ist Croissant. Mhm. Du wirst das aber auch mit dem Schoki. Mhm. Dich muss ich gar nicht fragen bei Schoki. Angst wegen Erdnüssen, ne? Angst wegen Erdnüssen. Boah, das ist sehr sauer. Zitronig. Das wird Nina schmeckern, sage ich. Runde Nummer 2. Nimm das große Messer, dann kannst du es besser. Ich mach, was ich will. Ich mach, was ich will. Oh. So, hier drin haben wir noch Pistazie. Das ist, glaube ich, nichts für dich. Pistazie geht, aber... Weiß halt nicht, was drin ist. Und dann haben wir noch Lotus einmal. Jemand den Lotus? Lotus ist gar nicht meins. Pistazie Lotus du? Ich nehme Lotus. Willst du selber rausholen? Oder darf ich das anpacken? Bitte fass mein Croissant an. So, dann nehme ich mir mal die Pistazie raus. Ich nehme dann Vanille einmal. Und da sind frische Erdbeeren noch mit unten drin. Ich glaube, das wird mein Favorite. Boah, Sapschi, ey. Boah, richtige wieder da raus saftet. Das ist so richtig Seven vs. Wild, als hätte man so eine ekelhafte Made aufgeplatzt und die sappert da so raus. Nicht so appetitlich, I'm sorry, aber dafür war ich noch nie bekannt auf diesem Channel.
salzig, fantastisch, sage ich. Das ist so ein richtiges Katerfrühstück. Ja. Es hat alles mit drin, sapschigen Pistazien, Genussfluss und dann noch irgendwie oben noch das als Creme. Oh, ich kann kaum noch reden. Das ist eine 4,5 auch, finde ich auch sick. Also das ist bei mir eine 4,9. Ich stehe halt voll auf Erdbeerkuchen und das ist genau wie Erdbeerkuchen, als hätte man einen Croissantboden. Im Vergleich zu dem Kokosding finde ich das ein bisschen weniger geil, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube einfach nur, weil es keine Füllung hat. Lotus ist aber lecker. Das habe ich eben gegeben. 4,5 glaube ich, ne? Dann ist das einfach eine 4. Nächste und letzte Runde, würde ich sagen. Ich nehme den Pastrami-Kollegen auf jeden Fall, weil den, da bin ich jetzt... Tomate, Mozzarella? Mhm. Hier ist eine Limette mit drauf. Das gibt einen Pluspunkt. Wen haben wir da noch übrig? Den Laxo, ne? Nee, Lachs hast du da? Ziegenkäse. Ziegenkäse. Boah, magst du Ziegenkäse? Ich auch nicht. Da müssen wir vielleicht die Ziegenkäse-Expertin Clara gleich dazu holen. Seid ihr bereit? Ich beiß mal hier mit der Hand rein, weil ich das eben meins, weil sonst kein Fleisch hier. Das ist bis jetzt auch mein Favorite. Das finde ich wirklich von vorne bis hinten gerade ziemlich geil, die Nummer. Man hat noch so eine Creme mit da drauf. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Ich habe es im Shop gelesen, wollte es mir unbedingt behalten, aber habe ich nicht. Trotzdem, da würde ich aber sagen, was Annika gerade gesagt hat, ist auch bei mir eine 4,9. Das finde ich richtig lecker. Das finde ich noch leckerer, weil ich halt salzig lieber mag als süß. Und ich würde tatsächlich eine 5 von 5 geben. Also ich weiß nicht, was man daran besser machen kann. Dieser Mozzarella, der zerfließt einfach. Die Tomaten sind richtig aromatisch. Es schmeckt einfach bombastisch. Fühlt es auch ganz schön. Voll. Ich habe noch nie Croissant mit Lachs gegessen. Aber das mit der Limette da drauf, da ist noch Granatapfel mit drauf, Frühlingszwiebeln und noch irgendwas Geiles. Das ist bei mir auch eine 4,9 mit dem Lachs. Das ist heftig. Für Ziegenkäse holen wir dann mal kurz die Ziegenkäsentesterin. Hallo, Clara ist jetzt hier. Wir haben auch immer noch FaceTime an. Das ist anstrengend für alle gerade. Ich mach das mal aus. Hallo, du bist unsere Walnuss-Testerin. Bist du gegen irgendwas allergisch? Bin seit 7 Jahren mit dir zusammen, ich habe keine Ahnung. Rat mal. Zwiebeln, dann kriegst du einen Blähbauch. Das ist ein Avocado. Das ist ein grüner Apfel. Ach, das ist ein Apfel. Was hat gerade in dir geredet? Nee, das ist Annika, die Couch. Annika Couch. Manchmal hört sich das an wie irgendwas, was in mir redet auch. Ja. Was hat in dir geredet? Ich muss raus! Nicht durch die Nase wieder raus, jetzt so ein Apfel, ey. Das ist jetzt ein Apfel in der Nase. Also, ich übernehme mal die Bewertung für Clara mit der Napfelnase. Was passiert jetzt? Jetzt macht die so eine Nasendusche, da kommt der Flöpsch raus, ey. Es ist so gut, dass es bis in die Nase geht. Auch hier eine 5 von 5. Allgemein würden wir sagen 4,8. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Alle Links zu den Restaurants in der Beschreibung drin. Und jetzt noch einmal durch Claras Nase auch die Bewertung. Meiner Nase geht super. Sehr lecker. Ich bin richtig Third Wheeling hier, ich gehe einfach mal. Komm doch her, wir machen es auch bei dir im Gesicht. Los, gib mir eine Ohrfeige für den Übergang. Ganz leicht, bitte. Danke. Wir sind an unserer zweiten Location angekommen, das Razzo. Das ist eine vegane Pizzabar. Man sieht auch Süßspeisen hier. Leckeres Bananenbrötchen oder Zimtschnecken und Co. Freunde von mir haben dich tatsächlich zur Eröffnung eingeladen. Man munkelt, es hat etwas irgendwie in Entfernten mit dem Bootshaus zu tun. 4,2 von 5 Bewertungen hat das ganze Ding. 206 Bewertungen auch schon. Also hier geht's ordentlich ab auf der Ecke. Also es wird wirklich ein Foodspot hier langsam, das ganze Viertel bei uns. Beste vegane Pizza, die ich bisher hatte. Und das mag was heißen. Dazu angemessene Preise und nettes Personal. Kurze Wartezeiten. Insgesamt ein Erlebnis mit Höhen und Tiefen. Pizza war gut, der Teig war auch insgesamt gut. Der Teig hatte klebrige Seiten. Passiert mal, es ist eine Gastro, wie Robert schon gesagt hat. Gerade auch bei einer Pizza. Es ist immer mal gute und schlechte Tage. Insgesamt ist es tatsächlich zum Positiven gekippt. Hier wird auch auf alle Leute geantwortet, ob schlecht oder auch negativ. Pizza sehr authentisch italienisch, also mit dem üblichen dünnen Boden, richtiger Pizzaofen, komplett vegan. Ich bin total gespannt, was uns da erwarten wird. Ich würde sagen, wir scheppern uns mal eine Pizza. Let's go! Unsere Pizza ist angekommen. Wir haben Pinienkerne, wir haben Trüffelcreme, wir haben irgend so eine wilde pinke Soße. Es ist eine Pink Truffle Pizza. Wie gesagt, alles vegan. Also selbst wenn ihr eine Salami-Pizza bestellen würdet, ist das ganze Gerät vollends vegan. Ey, das ging auch gerade so irrsinnig schnell. Wir sind auch nach der Mittagspause hier, unser Vorteil. Weswegen wir wirklich innerhalb von 5 Minuten so eine Pizza bekommen haben. Flacher Boden, riecht insane geil. Ich bin voll bereit. Ich habe noch nie so eine Pizza gegessen. Das ist super wild, aber es war zu wenig Trüffel. Ich bin jetzt beim nächsten Biss an einem drin.
Boah, wir gehen systematisch durch. Boden geil, Trüffelpaste sehr gut. Hab aber schon crazyere gehabt, die noch so ein bisschen diesen Knofi-Aioli-Touch nach hinten rauskicken. Aber trotzdem sehr lecker. Pinienkerne finde ich ja übel perfekt auf einer Pizza. Ist bei mir gerade eine komplett neue Welt, die sich eröffnet. Auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Pinienkerne machen alles besser. Und auch die Schnelligkeit total krass. Jetzt haben wir hier noch ein Brot dazu und so Oliven. Ich werde gar nicht mal die Oliven probieren, weil ich mag keine Oliven. Und dafür aber den kleinen Dip, denn den haben wir noch aufs Haus mitbekommen. Rest haben wir bezahlt. Oh, klar, Hummus-Dip. Ich finde alles in allem ganz geil. Vor allem, dass es so fix geht. Und alles vegan. Das heißt, ich tue noch so, als wenn ich mich gesund ernähren würde dabei. Ich gebe eine 4,6. Ich finde das ganz nice. Und vieles mehr werde ich ja auch noch ausprobieren, wie es sich gehört. Das heißt, es bleibt jetzt für uns noch ein Spot übrig. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich muss jetzt auflegen, auf mich ist eine Kamera gerichtet. Tschüss Mama. Was sagen Sie zur derzeitigen Situation in Köln und Lukas Podolskis Tor, was er in der türkischen Liga geschossen hat? Wahnsinn, oder? Der linke Fuß lebt. Vielen Dank. Bitte. Doch noch eine Frage. Was halten Sie von Hunden? Bin ja selber einer, also super. Wie viele Kalorien hat ein Hund? Wir sind am letzten Spot angekommen. Los Carnales Tequila heißt nicht so. Hat 4,3 von 5 möglichen Bewertungen. 146 insgesamt haben auch bewertet. Also ein paar Leute waren schon da. Wie gesagt, alle Sachen, die wir heute testen, sind irgendwie einen Monat oder wenn es hochkommt, 5-6 Wochen auf. Das ist ein Mexikaner. Essen wie in Mexiko, jetzt auch in Köln mit Rheinblick. Tolle Location, sehr gemütlich, dazu spanische Musik. Und ich sehe ein Margarita. Das klingt doch mal ganz interessant. Hier, vielen Dank Birgit. Die haben auch zurückbewertet. Mehr beschreibt alles sehr authentisch und coole Location. Die Margaritas sind köstlich. Allerdings sind die Portionen sehr klein bei den Preisen. Ho, Preis-Leistung. Achten wir mal drauf. War auch nur eine 3 von 5. Vorherige Reservierung ist empfehlenswert, wenn man dort Abend essen will. Das Lokal ist immer voll. Ab 21 Uhr bekommt man auch weniger Plätze ohne Wartezeit. Du kommst raus und grinst. Das heißt, wir gehen jetzt höchstwahrscheinlich rein. Ist das richtig? Mhm. Cool. Let's try, let's eat und let's fetz. Drin angekommen. Wir haben einmal die Speisekarte uns geschnappt, weil sie ist übersichtlich. Danke. Es ist immer gut, wenn Sachen übersichtlich sind und leicht. Ansonsten ist es hier so süß drin. Wir haben Lichterketten hier oben, das so neonmäßig beleuchtet. Wir haben überall kleine Wandmalergeschichten. Das ist Wahnsinn. Kurz zum Überblick für euch. Es gibt ein paar Vorspeisen. Das ist im Prinzip Guacamole mit Tortilla-Chips, werden hier täglich frisch gemacht. Austernpilz-Geschichten. Einfach 6 Sachen, super simpel. Und dann 4 Taco-Variationen jeweils mit Fleisch und 4 Taco-Variationen jeweils in vegan. Wir kriegen lieberweise alle 4 vegan und alle 4 Fleischis im Überblick gleich. Das ist ein bisschen unüblich, wurde uns hier aber angeboten. Und dazu gibt es noch Specials, plus auch Salsas hier auf dem Tisch. Ich glaube, das sind die, die auch hier drin sind. Kann das sein? Warte mal. Salsa Mango. Guck mal hier, Salsa Verde, das sind grüne Tomatillos, Serrano, Chili, nicht Schinken, Alter, und Koriander. Und das hier ist ein Rojo, das ist so Tomaten und Chipotle zusammen. Alles noch auf dem Tisch mitstehen, also dementsprechend auch gratis dazu. Und ansonsten immer noch mal kleine extra Sachen, die du dazu bestellen kannst. Cremige Stücke, schwarze Bohnen, das war's. Ansonsten nur Getränke. Da habe ich mir natürlich direkt ein Margarita bestellt. Und das kommt jetzt alles und dann schauen wir direkt rein. Ich lieb's. Vorspeise schon angekommen. Wir haben eine kleine Guac bestellt. Aber keine Sorge, wir kriegen auch noch eine scharfe Guac, die gleich dazu kommt. Aber für euch habe ich natürlich auch eine normale probiert. Habe ich noch nicht probiert, die probiere ich jetzt. So rum ist richtig. Ey, ich bin zeitlich heute überall auf dem Zeitstrahl, aber nicht hier im Jetzt. Ach nee, das ist die etwas schärfer, glaube ich. Die tut es nämlich ganz gut. Das heißt, die kleinen roten Sachen sind keine Tomätchen, sondern es ist einfach ein bisschen schärfer. Die ist gar nicht so aufdringlich, ich finde es übel lecker. Aha. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das brennt auch so ein bisschen in meinem Mund drin. Das finde ich ist eine gute Schärfe. Aber mexikanische Schärfe ist auch eine angenehme. Bei Indisch ist immer so, au, 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 Bauch. Bei Amerikanisch einfach nur dumm. Einfach nur eine dumme Schärfe. Einfach du frisst das und du willst einfach, du kriegst so einen Herzinfarkt oder so. Die mexikanische Schärfe ist genau meins, so Salsa-Schärfe. Das ist das Geile. Ich gebe eine 4,5. Das finde ich sehr lecker. Und dazu habe ich auch meinen ersten Margarita bekommen. Keine Sorge, ist nach 16 Uhr. Und noch wichtiger, ich bin 18 Jahre alt. Salzrand ablecken, trinkt ja. Man nicht den Salzrand. Ja, einmal kurz so. Ich trinke jetzt über den Salzrand, okay? Wie du möchtest. Ich habe noch nie Margarita getrunken. Oh, Salz. Salz. Da ist ja Tequila drin, das habe ich vergessen. Ich bin immer ganz doll betrunken von Tequila. Wer hat letzte Nacht 11 Stunden geschlafen? Wer schläft diese 12? Das ist so lecker. Limette, weiß ich alles aus dem Kopf. Tequila, Limette, Agavensirup, Contron und Salz. Lecker. 4 von 5. Lecker. Jetzt kommt die Hauptspeise. Hier ist
jetzt einiges passiert. Wir haben wirklich ein Angebot präsentiert bekommen, wie sondergleichen. Das hier ist jetzt die scharfe Guac. Ich habe gerade eben Quatsch erzählt. Ich probiere jetzt mal, wenn die schon gut spicy ist, was passiert dann bitte hier? Die ist mit mehr Essig. Ich finde die aber schärfer. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Hier ist meine kleine Fleischplatte. Wir haben alle vier Fleischtacos. Wir haben die Rinderzunge, wir haben dreimal Schwein, dann noch einmal ein viertes Schweinstückchen mit Zwiebeln. Dann haben wir Schwein vom Chompo Grill und dann haben wir Steakstreifen noch. Das sind die hier. Überall passt Limette drüber, hat er schon gesagt, gerade eben. Deswegen mache ich jetzt schon mal heute hier den provisorischen. Und so, dann bin ich schon mal auf jeden Fall da außen vor. Und dann habe ich als spezielle Empfehlung die Salsa Verde, also die grüne Salsa, für die Rinderzunge empfohlen bekommen. Das werde ich natürlich auch machen. Ordentlich drauf war die Ansage. Und genau das werde ich tun. Und mit der fange ich auch mal an in meinem Fleischuniversum. Boah, Alter, sind die gefüllt. Alles wird hier gemacht, hat er uns auch erzählt, außer die Tacos selber. Weil er so gesagt hat, er hat bessere Fertige gefunden und die haben hier eine unfassbar kleine Küche, in der die das zubereiten. Dementsprechend wird hier auf fertige, aber auch in sehr guter Qualität, Bio-Weizen-Qualität, Tacos fertig zurückgegriffen. Der Rest wird hier komplett noch selber hergestellt, so wie es sich gehört. Also, rein damit. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Rinderzunge esse. Spannender Geschmack, ein bisschen butterig und sehr süßlich. Als wäre so, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, als wäre so Mais da drin, aber so ganz frischer Mais, der so ein bisschen süßlich ist. Und dann hat das irgendwie so ein, ist es Koriander-Touch? Irgendein Kraut noch als Touch oder so, der dazu drin ist. Finde ich sehr lecker. Ich schaue mal kurz weiter durch. Was gab es hier noch für eine Salz? Ey, diese Chipotle-Geschichte. Das machen wir jetzt einfach mal hier rüber. Dann einmal hier rein. Boah, das ist so smoky. Sorry, die Rinderzunge übrigens. Das ist ein wildes Erlebnis. Ich gebe 3,5. Ich bin noch ein bisschen unsicher, was ich davon halten soll. Das hier sehr smoky, barbecue-ig. Boah, das finde ich irgendwie extrem geil. Das ist eine 4,8. Also es ist sehr smoky-mäßig, barbecue-mäßig. Chipotle hat das noch perfekt abgerundet. Hier ist so Ananas oder Mango oder sowas in der Art drauf. Ich mache mir mal wieder die... Oh nee, warte, komm. Wir gehen mit der Mango-Salsa jetzt. So nach dem Motto, hier passt ja alles zu. Vielleicht adaptieren wir hier in die richtige Richtung. Ich glaube, das sind die Steak-Streifen jetzt, die als nächstes kommen. Das Ananas mit einer Mango-Salsa drüber. Übelst fresh. Und dazu übelst krosses, leckeres Fleisch. Boah, ist das geil. Und so ein bisschen scharf. Mm, das ist alles gerade einfach nur geil. Das ist eine 4,5, safe. Das könnte ein bisschen, deswegen sage ich 4,5, das könnte noch ein Ticken für mich schärfer sein. Das ist persönliches Empfinden. Ich glaube, andere würden hier sogar noch höher ranken. Ich finde es insane lecker. Und beim letzten gehen wir nochmal für die Salsa Verde. Boah, das meine ich ist das Schwein. Vom Grill aber jetzt dann, ne? Ich kann es dir ja auch nicht genau sagen. Ich probiere eh alles durch. Also alles bis dato zu empfehlen aus der Fleischecke. Ich glaube, das sind die Steakstücke. Aber fucking insane. Das sind 4,8. Ich finde gerade alles geil hier. Jetzt mal weiterzumachen. Erstmal bitte ich dich neben mich. Hier gibt es nämlich noch eine Käserolle, die wir bekommen haben. Ich bin jetzt einfach mal so frech und nehme die mit raus. Das ist angebratener Käse. Außen kross, innen noch ein bisschen nicht kross. Ich habe jetzt Angst davor, dass das sehr heiß sein wird mit Käse. Weil wenn innen geschmolzener Käse ist, ist es ja Lava. Das ist so pervers. Das ist einfach Käse auf einer Teppanyaki-Platte angeschmolzen und dann zu einem crunchy Käse-Wrap aufgerollt. Das ist ja nur geil. Und ich bin kein Käse. Heavy-Nummer, ne? 4,8 bei mir. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich das alles essen würde, dann kriegst du diesen Fetthuster, weil es halt einfach Käse aufgewickelt ist. Sollen wir beide den für uns extra hergestellten Veggie-Käse, die ja erstmal probieren, ja, um reinzukommen? Dann gebe ich dir auch mal den in Klammern schärferen Dip. Ja, ich will den erstmal kurz probieren, um zu gucken, wie scharf er wird. Hier ist auch der Bohnendip. Das interessiert mich natürlich auch. Der ist nicht schärfer als der, finde ich. Die sind ungefähr beide gleich scharf. Hä? Aber ich bin auch übel schärfeempfindlich. Ich finde das scharf und das finde ich überhaupt nicht scharf. Das Bohnending ist ganz lecker. Auch wenn das ganz ekelhaft aussieht immer, finde ich. So gematschte Bohnen sehen immer komisch aus. Ich würde mir jetzt so einen Quesadilla snacken, weil die sind ja, wie gesagt, Veggie. Mhm. Auch eine geile Option. Und ja, dazu gibt es hier immer noch so ein kleines Löffelchen. Und ich nehme jetzt auch mal was von dem Pico de Gallo. Pico de Gallo oder wie ich sagen würde, Costa de los Pinos. Und das ist ein Strand auf Mallorca. Aber weiter geht's. Er hat gesagt, ist auch ein bisschen scharf. Willst du auch davon was nehmen? Ja. Geil, weil er auch meinte, auf dem Quesadilla schmeckt sie eh nicht, ob richtiges Fleisch ist oder Fake. Also geile Option. Cheers. Oh, mit der Ananas ist komplett wild. Du magst ja Käse. Ich bin nicht so ein Riesenkäse-Fan. Ja. Das ist mir schon, ist ein Quesadilla. Ja. Aber das ist mir schon ein bisschen zu krasser Kicker. Was würdest du sagen? Perfekt. Perfekt? Perfekter Quesadilla. Bewerte so du zuerst, lecker, bitte. Es schmeckt nach so vielen verschiedenen Sachen. Ich glaube, hier ist so ein Fleischersatz mit drauf. Wir haben irgendwie Zwiebelchen, Ananas, noch mehr Zwiebeln, Käse. Es ist wild. Das ist bei mir eine 4-6. Ich finde es für ein Quesadilla übel lecker. Der ist nicht matschig, der ist nicht zu hart, der ist perfekt. Perfekt, ja. Ah.
Ist bei mir eine 4-3. Der schmeckt schon sick. So, schnappen wir uns jeweils einen Veggie. Also wir haben einmal Süßkartoffeln, Sojageschnetzeltes, Räuchertofu, Süßkartoffelwürfel und Nopal-Kaktusstreifen. Ja, das sind die hier. Boah, traust du dich? Oder so ein neues Allergielevel freischalten? Ich nehme auch die Kaktusstreifen gern, wenn du das andere nimmst mit der Ananas drauf. Ich nehme das mit der Ananas gerne. Das sind die Sojastreifen, glaube ich. Er hat gesagt, reichlich Limette über alles drüber, ne? Ich nehme mir mal dann hier die sojageschnetzelten Geräte. Auch wenn ich im Gefühl habe, dass im Quesadilla die gleichen drin waren. Ich habe noch nie Kaktus gegessen. Ich bin auch sehr gespannt. Riecht interessant auf jeden Fall. Boah, wie riecht das? Das riecht ein bisschen wie angebrannter Rucola. Cheers. Cheers. Das wird dir so gut schmecken. Ich will mal so einen Kaktus probieren. Ich kann das ja jetzt auch nicht an mir vorbeigehen. Das wird dir so gut schmecken, weil es schmeckt Essig, also nach Essig. Bisschen nach Bohnen, bisschen nach Sauerkraut, bisschen nach Essig, es ist nur geil. Clara hat ja zu Hause ganz viele Kakteen. Vielleicht jetzt mal am Wochenende einen kleinen Snack genehmigen, wenn die immer so essiglastig schmecken. Finde ich lecker. Also ich finde den Kaktus deutlich leckerer als mein Sojageschnetzeltes. Weil das ist so übliches Sojageschnetzeltes, da habe ich aber eine persönliche Vendetta gegen. Weil irgendwie ist mir das noch zu wenig. Ich habe immer das Gefühl, dieses Sojageschnetzeltes ist noch zwei Schritte davon weg, ein vernünftiges Ersatzprodukt zu sein. Aber es ist mir einfach so zu plain. Die Quesadilla waren besser. Ja, Quesadilla waren besser, auch wenn ich glaube, es ist ein ähnliches Produkt, wenn nicht sogar das gleiche, ist die Kombi im Quesadilla geiler. Ich gebe hier nur eine 3,2. Also es ist trotzdem lecker, also auf gar keinen Fall würde ich das in Frage stellen, aber das Quesadilla-Ding fetzt das nochmal weg. Was sagst du zum Kakti? Kaktus ist, glaube ich, ein bisschen so Überraschung des Tages heute irgendwie. Das war wirklich lecker, ist auch eine 4,5. Dann haben wir noch da hinten Räuchertofu und die Süßkartoffeln-Pommes. Ja. Das liegt näher bei mir, dann würde ich hier die Süßkartoffelis nehmen. Ich habe hier auch noch ein bisschen Limettos, sehr wichtig. Oh. Da ist viel Bohnenpasche drauf. Boah, ist mir zu bohnig. Krieg's auch nochmal frech hier auf die Seite. Ein Kollege hat gesagt, das hier ist ein bisschen schärfer eben. Brennst das Fressbrett weg. Das ist der Räuchertofu gewesen, ne? Schmeckt mir auch zu sehr nach Soja. Also ist es lecker, gar keine Frage. Aber ähnlich wie bei dem Sojaschnetzel ein bisschen zu sehr nach Soja. Da fetzt der Kaktus aber tausendmal mehr weg. Ich finde die normale Guacamole immer noch schärfer. In meinem Mund ist Schmerz gerade. Den fand ich bisher, also er ist nicht schlecht, er ist gut, aber am schwächsten. Ich glaube, das ist so eine glatte 4. Bei mir Süßkartoffeln am leckersten von dem Ganzen. Die Bohnenpaste in der Masse ist nicht mein Favorite. Aber es liegt an mir, weil ich nicht so ein heftiger Bohnendude bin. Aber alles in allem muss man wirklich sagen, wer hier eine 4,3 insgesamt bewertet, ist komplett fehl am Platz. Also das Minimum eine 4,5, wenn nicht sogar noch höher. Plus das Sitzen dazu und das ganze Ambiente. Heißt leistungsmäßig für die Leute, die sich fragen, sind wir bei jeweils 4 Stück immer. Also ihr habt dann ein Taco, 4-mal. Wenn ihr das konfierte Stückchen vom Schwein nehmt, sind es 11,50 €. Das Schwein vom Rompo Grill sind 10,50 €. Steakstreifen 14 € für 4 Stück. Ne? Also für so ein Tablettchen. Danach bist du auch gut satt. Ja, und jetzt, wenn es jetzt noch so um so eine Guacamole mit Tortilla-Chips geht, bis bei 6,50 €, was alright ist. Wir sind immer noch in Köln, ne? Also wir sind immer noch in der Großstadt. Und wir sind direkt am Rhein, ja. Sieht man jetzt nicht mehr, weil es dunkel ist. Das heißt, die werden jetzt günstiger, 2 €. Sehr lecker, wir essen mal auf, damit es nicht noch kälter wird. Und dann gibt es am Ende natürlich nochmal ein finales Fazit. Bis gleich. Für die Sonne, das Meer, das Leben von Mexico City. Nina fährt noch nach Hause. Wir haben gerade ordentlich noch Tequila reingeschüttet bekommen vom Kollegen hier, dem der Laden gehört. Nina hat nichts getrunken, alles gut. Ich gebe aber trotzdem noch eine Bewertung ab. Ich mache das jetzt einfach mit dem kleinsten Mikrofon der Welt. Das war sehr süß. Wir haben ganz lange noch mit dem Inhaber geredet, einem der Inhaber geredet. Das war wirklich sehr schön. Wie schon angekündigt, ich bin, glaube ich, bei einer 4,7, 4,8. Das geht sogar noch höher, je nach Tageslaune und auch nach Fressbäuchlein, was ihr habt, weil ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis da wirklich extrem gut, muss ich sagen. Nach wie vor 10 bis 11 Euro bei den Fleischdingern, 10 bis 14 Euro auch bei den Veggie-Sachen, um 4 Tacos zu kriegen und vielleicht noch irgendwie ein Getränk für 2, 3 Euro dazu. Dann hat man ein echt ausgiebiges Abendessen und das finde ich wirklich gut, also für die Location. Darum geht es mir eher, weil ich weiß nicht, ob man sieht, wir probieren einmal kurz hier. Das ist der Rhein. Also wenn du das tagsüber machst, das ist schon absurd geil. Wir bleiben dabei und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Und jetzt noch ein Abschlusslied von Nina über Mexiko. Spür die Sonne, das Meer, du musst mitsingen. Das Leben von Mexiko City. Ach du Scheiße. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss!